Wenn ein erfolgreiches Geschäftsmodell plötzlich platzt, dann kostet das Geld. So geschehen bei der Atomkraft. Der 2011 von der Politik beschlossene Ausstieg schlug bei den großen deutschen Energieunternehmen negativ zu Buche. Also forderten sie Entschädigung für bereits getätigte Investitionen und den Verlust einst garantierter Reststrommengen. Heute nun brachte das Bundeskabinett eine entsprechende Regelung auf den Weg. Auch für ISA 2 soll spätestens Ende 2022 Schluss sein. Dann ist die Kernenergienutzung zur Stromgewinnung in Deutschland Geschichte. Gleich zweimal wurde der Atomausstieg von einer Bundesregierung beschlossen. Erst von einer rot-grünen, die schwarz-gelbe Nachfolgeregierung hob die Entscheidung auf. Dann kam Fukushima und da wollte auch die Regierung aus Union und FDP raus aus der Atomkraft. Dieser Beschluss kostet den Steuerzahler jetzt Geld. Die Betreiber mehrerer Atomkraftwerke bekamen vom Bundesverfassungsgericht das Recht auf eine Entschädigung zugesprochen. Die Entschädigungszahlung ist die Quittung der schwarz-gelben Bundesregierung unter Angela Merkel, die den Kompromiss, den wir als Grüne rechtssicher ausverhandelt hatten, gekippt hat. Aber in der Abwägung ist es jetzt so, ansonsten hätten wir Laufzeitverlängerung, was die Sache noch schlimmer gemacht hätte. Das Kabinett hat sich auf einen Gesetzentwurf geeinigt, wonach die Kernenergieunternehmen am Ende geschätzt etwa 1 Milliarde Euro bekommen sollen. Zumindest ein Unternehmen, Vattenfall, hatte deutlich mehr erwartet. Wichtig ist, dass wir jetzt Rechtssicherheit für die Menschen im Land haben, dass wir eine klare politische Entscheidung haben, nämlich den Ausstieg aus der Atomkraft. Und ja, die Energieunternehmen wollten mehr Geld haben. Es ist aber im Gerichtsurteil klar festgelegt, dass sie nicht die volle Entschädigungssumme bekommen müssen. Wie hoch die Entschädigung am Ende tatsächlich ausfallen wird, das ist erst 2023 klar. Erst dann wird auch rechnerisch ein Strich gemacht unter die Nutzung der Kernenergie in Deutschland.